Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 mit einem kleinen Waffentest. Es kam jetzt hier mit dem neuen Patch neue Waffe rein, und zwar die Baal 27, die es einmal hier gibt, wie gesagt. Und da muss man natürlich einige Herausforderungen vorher abschließen, muss auch den Battle Pass haben und ja, die Herausforderungen vorher abmachen. Da werde ich jetzt Waffe erstmal testen mit zwei verschiedenen Loadouts. Die Loadouts, wo ich sie her habe, ich habe es nicht meine Loadouts, sondern die habe ich aus dem Internet rausgefummelt. Da die Links dazu in der Videobeschreibung. Das haben wir dazu gesagt, aber ein Loadout kann ich noch nicht zusammenfummeln für Warzone. Ich habe jetzt nur Loadouts für Modern Warfare 3. Mal gucken, ob wie die sind, so, ja. Muss selber erstmal testen. Und da wird erstmal auf kleinen Maps getestet hier. Und dann schauen wir mal. Okay, das fängt schon mal gut an. Also ja, am Anfang spielst du so ein bisschen zusammen. Irgendwann geht's einigermaßen, aber am Anfang ist immer ein bisschen. Hab was abgekriegt! Also ich habe 60 Schussmagazin drinnen hier. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, die Waffe ist noch nicht spruchreich. Ne? Die Waffe ist noch nicht spruchreich. Die Map ist noch sehr, sehr klein, deswegen. Auf Entfernung und so ist eine andere Frage. Also ich finde, die Waffe ist okay, aber irgendwie spielt sie sich wie eine MP. Komm schon. Benutze Termin! Weggeboostet! Blendgranate! Scheiße! Ich bin nicht der Feind! Ach, Mist. Ja, wie gesagt, also die Waffe ist okay, mehr dann aber auch nicht, ja. So ganz klar sagen. Sehr gut. Wachsam bleiben. Feind übernimmt Alpha. Termit eingesetzt. Trophy-System online. Benutze Termit. Ja, komm schon. Jetzt wird aber erstmal getestet hier. Blendgranate geworfen. Fühlt sich dann nicht ganz gut an die Waffe, aber die zieht halt nicht so gut. Das beste Loadout habe ich auch noch nicht rausgefunden, aber so ein bisschen. Termit eingesetzt. Ich habe gestern recht schnell die Waffe freigespielt, also hat nicht ganz so lange gedauert, muss ich dazu sagen. Und ja, da habe ich natürlich noch hochgelevelt, ne? Also spielt auf jeden Fall kleine Maps, um die Waffe zu leveln. Das heißt auch hier die Tokens einsetzen, die ihr habt, ne? Also hier die Tokens können wir ja einsetzen hier, ne? Waffen. Tokens hier zum Leveln der Waffe. Probier es auf jeden Fall aus. Mach es auf jeden Fall fertig. Blendgranate geht raus! Bei der Hälfte wird es so wechseln. Scheiß Arschloch! Ziel auf den Feind! Also ich krieg die auch nicht klein, ne? Das 60 Schussmagazin ist zwar schön, dass da 60 Schuss drin sind, aber die ziehen nicht so irgendwie. Das ist halt mehr Damage in der Zeit, wo ich die treffe, als ich den verursache. Wir nehmen Alpha ein. Termin eingesetzt! Mann. Gut, dass mein Team so gut ist. Ich spiele gerade nur ein bisschen zusammen. Aber wie gesagt, ist den Loadout das erste Mal, dass ich das spiele. Ist okay, mehr dann auch nicht. Das ist deswegen ist hier das Loadout. Benutzt Blendgranate, geht auf! Arschloch! Ziel auf den Feind! Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feind übernimmt Bravo. Magazinwechsel! Nachladen dauert natürlich ewig 100 Tage mit 60 Schuss Magazin. Der Feind hat Charlie eingenommen. Ach, hätte ich angespuckt. Das ist auch mal schön. Dann springen wir mal durch die Gegend hier. Ich bin nicht der Feind! Blendgranate geworden! Ach, Mann. Das ist mein Gegner hier. Pinso und so von Dune. Ah, gut. Termit eingesetzt! Syntax! Wieder. Ich bin getroffen! Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Testen. Feind übernimmt Bravo. Alpha. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Zielobjekt Bravo. Ach man, ja. Ey, gegen einige Waffen habe ich keine Chance, ne? Die ziehen sofort weg. Ey. Ich kann machen, was ich will, ey. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Termin eingesetzt. Einen Weg zu machen, hin, mein. Ach, jetzt kommt da nochmal so um die Ecke. Also, die Statistik wird auf jeden Fall nicht gut sein. Das ist auch nicht meine Waffe, wie gesagt. Das ist die Waffe mehr dann auch nicht, aktuell. Aber jetzt unloaded, ich will das mal gucken. Verfügbar.
Moskito eingesetzt! Termit eingesetzt! Blendgranat, Achtung! Also, die Termit-Taktik bei Stellung oder bei Beherrschung ist echt geil. Also zweimal Termit drin haben und so ist echt geil. Das haut ganz schön auf weg. Scheiße, ich bin nicht der Feind! Unsere Konterdrohne. Spiel keine Spielchen, die du nicht gewinnen kannst. Benutze Termit! Profi-System online! Oh, konzentrieren? Achso, ich muss die Drohne mal wegwechseln. Also Hüfte ist gar nicht schlecht, Feind übernimmt Bravo. Wir verlieren Alpha. Wir haben alle Zielobjekte gesichert. Aber die Schlacht ist nicht vorbei. So, schnell das Rollock ändern. Betäubungsgranate geworfen! So. Hier ist auch. Da wir jetzt mit Jack Glass Visier, das hat auch nicht jeder leider das Jack Glass Visier, weil man was falsch halten muss. Blendgranate geworfen! Sieht auch nicht so richtig. Naja, wir müssen nochmal irgendwann nochmal ein anderes Logo testen, ey. Weil die Waffe ist so frisch, da sind wahrscheinlich die Logos nicht ganz finish. Ja, von mal her. Meistens jetzt mache ich gerade meinen Termin. Scheiße, ich bin nicht der Feind! Ich bin getroffen! Ein paar Abschüsse krieg ich schon hin, ne? Aber es ist nicht, nicht wegbewegen. Benutze Termit! Blendgranate geworfen! Er wieder an. Es klebt mich immer der gleiche. Wir kontrollieren Alpha. Blendgranate geht raus! Ja, ist klar. Wir verlieren Alpha. Termit eingesetzt! Ach komm. Ich krieg gerade wieder nichts mehr hin, ey. Benutze Termit! Wohin? Ich krieg den nicht klein, ne? Ich weiß nicht, was der für eine Ausrüstung hat, aber den krieg ich nicht klein. Machen wir, was ich will, ey. Ich krieg nicht klein. Arschloch! Wechsel im Magazin! Ja, Magazinwechsel dauert halt so ewig, ne? Feindsicher Bravo! Weggeboostet! Moskito steht bereit. Wir verlieren Charlie. Moskito! Scheiß Termit eingesetzt! Ja, so ist es. System aktiv! Wow, nein! Na, selber gekillt. Alpha wird gesichert. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Benutze Termit! Ja, wie man sieht, die Waffe zieht halt nicht richtig, ne? Die Waffe zieht halt nicht richtig. Wenn ich ihn treffen, wie ich will, zieht nicht. Granate, Aufpass, Termit eingesetzt! Guck mal, hier. Waffe ist sofort leer und keiner kippt um. Benutze Termit! Blendgranate geworfen! Und den krieg ich nicht klein. Keine Chance. Ich weiß nicht, was da eingestellt hat, aber da hab ich keine Chance. Granate! Zurück! Na egal, Hauptsache Punkte sammeln, das ist wichtig. Wenn ich Punkte sammeln, die Sachen nicht getestet hat, ist nicht meine Waffe, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, wenn noch ein paar Sachen freischalten, dann war's das. Meine Waffe hier. Betäubungsgranate! Ich hab einen erwischt! So. Ja, das war jetzt nur die Waffe. Wir gucken uns mal genau an, was man da machen muss und so wegen Freispielen und so. Und ja, und dann ist da noch ein paar Sachen dazu, ne? So, das gehen wir uns online kurz an. Alter, also, ich finde die Waffe halt nicht so geil. Alter, da muss man uns auch nochmal für andere Loadouts zusammensuchen, wie gesagt. Vielleicht kommen da nochmal aktualisierte. Aber das, was ich gerade gespielt habe an Loadouts, ist jetzt nicht weltbewegend, wie gesagt. Da muss ich selber nochmal ein bisschen rumfummeln. Mal gucken. So, ein bisschen EP gesammelt. So, jetzt gehen wir erstmal drauf ein. Also, die Waffe gibt es hier im Battle Pass. Man muss dafür auch den Battle Pass haben. Das ist hier einmal
Nummer 23, das kann man glaube ich separat auch freischalten. Dazu müsst ihr vorher 4 Herausforderungen abschließen und danach dann hier mit der Waffe auch noch, oder hier für die Waffe auch noch eine Herausforderung spielen. Also hier müsst ihr einmal machen, warte. Erreichen 5 Operator Kopfschüsse oder kritische Abschüsse von Spezialzombies mit Sturmgewehren. Also es ist immer mit Sturmgewehren, ja. Ihr müsst immer Sturmgewehre nehmen. Am besten auch ein empfohlenes Sturmgewehr, aber eigentlich steht jetzt nicht mit dran mit empfohlen. Ich habe aber immer empfohlene Sturmgewehre genommen. Dann hier erreicht ihr Abschüsse in Bewegung mit Sturmgewehren von Operators oder Spezialzombies. Ja, also in Bewegung sein, dabei schießen, jemanden erwischen, auch nicht schwer zu erledigen. Dann haben wir hier einmal erreiche 10 Hüftfeuerabschüsse von Operatoren oder Spezialzombies mit Sturmgewehren. Das ist alles, wie gesagt, immer nur Sturmgewehre. Dann haben wir hier nochmal erreiche 10 Abschüsse von Operators und Spezialzombies in taktische Haltung von Sturmgewehren. Das heißt, ihr drückt dann Zielen auf eurer rechten Maustaste bei mir und dann drückt ihr dann V und dann geht er in die taktische Haltung. Wie gesagt, Zielen und V drücken, dann geht er, dann wechselt er den ZV-Modus in taktische Haltung, nicht vergessen. So, wenn ihr das alles habt, müsst ihr nur noch hier 15 Abschüsse von Operators oder Spezialzombies mit der ZV mit Sturmgewehren. Also einfach ZV zielen, also jetzt nicht taktische Haltung, sondern nur normale Zielen, ja, mit anvisieren, drücken und damit 15 Abschüsse und habt ihr die Waffe freigeschaltet. Also eigentlich geht das recht fix, sag ich mal, ne? Wenn ihr das halt, wie gesagt, auch in den hier in kleine Maps spielt hier, ne? Also ich hab alles immer erspielt hier, bei kleine Karten hier, ja, da habe ich alles immer erspielt hier, egal was, hier mache ich immer alles fertig, weil das geht am schnellsten, die kleinen Karten, die reichen dafür vollkommen aus, deswegen macht es auch da fertig. So, wenn ihr die Waffe erspielt habt, solltet ihr die auch natürlich bis Maximum 19 leveln, ne? Nicht vergessen, bis Maximum 19 leveln. Das heißt, da geht ihr auch rein, wie gesagt, ja, setzt einen Token ein. Ich habe dann auch Token eingesetzt, hier einen Waffentoken hier, wenn ihr sowas habt, heißt es, ne? Habe ich den eingesetzt hier und bin dann hier, wie gesagt, in die kleinen Maps reingegangen und habe die Waffe auf 19 freigespielt. Ihr müsst natürlich auch mit der Waffe Abschüsse machen und so, ne? Ist klar. Das ging eigentlich auch recht fix, weil ich jetzt noch ganz schnell fertig eigentlich so insgesamt. Das hat dann schon funktioniert und danach könnt ihr die Loadout zusammen fummeln. Ja, mein Loadout, wie gesagt, habe ich selber zusammengesucht aus dem Internet. Die Links dazu sind, wie gesagt, in der Videobeschreibung. So sieht es im Moment aus, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht so, aber wie gesagt, ich finde es auch nicht ganz so geil, um ehrlich zu sein, die Waffe hier. Wie man gesehen hat, die zieht noch nicht so. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwo ein Loadout finden, was vielleicht ein bisschen besser ist. Aber aktuell gefällt mir die so noch nicht. Also da muss ich echt nochmal gucken, was ich da mache, ne? Also da muss ich echt nochmal schauen. Ich zeige nochmal kurz die Sachen hier, die ich hier gespielt habe. Aber insgesamt, ja, dieser Jack Glasslos, wie sie habt ihr wahrscheinlich nicht, weil das eine Freistellung von den vorigen Seasons ist. Ja, ist eine Saisonherausforderung gewesen oder Wochenherausforderung. Und ja, da müsst ihr selber nochmal kurz gucken dann, ob ihr da irgendwas anderes einsetzt. Zudem, wie gesagt, gibt es aktuell noch das Event hier zum Freispielen hier. Vortex, Virus, Hauptrechner und hier wöchentlich, Woche 5 hat auch angefangen, um mir die beiden Doppelschrotflinten freizuschalten. Das muss ich auch noch machen. Bin gerade dabei, wie man sieht hier. Aber ich habe erstmal jetzt die Baal 27 Sturmgewehr freigeschaltet, damit ich erstmal das erledigt habe. So, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim selber spielen, beim Testen und beim Loadout-Testen. Vielleicht ihr ein besseres Loadout, meinetwegen auch in die Kommentare schreiben und nochmal danke für den Support, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!